Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Kämpfe im Gazastreifen machen eine Versorgung der Menschen dort immer schwieriger. Die Krankenhäuser im Norden des Palästinensergebiets können nach Angaben der Gesundheitsbehörde alle nicht mehr arbeiten. Diese Behörde steht allerdings unter dem Einfluss der Terrororganisation Hamas und ihre Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Vor der größten Klinik stehen demnach gepanzerte Fahrzeuge der israelischen Armee. Israel wirft der Hamas vor, sie betreibe unter dem Krankenhaus ihre Kommandozentrale. Das einzige Licht, die Taschenlampe eines Mobiltelefons. Ein Arzt muss so im nördlichen Gazastreifen einen Verwundeten versorgen. Die Not in den Krankenhäusern des umkämpften Palästinensergebiets wird immer größer. Die Vereinten Nationen melden Bombenangriffe und Kämpfe im Gebiet um das Schifa-Krankenhaus in Gazastadt. Hier Satellitenaufnahmen. Mehr als 2000 Patienten, Zufluchtsuchende und medizinisches Personal soll sich hier aufhalten. Die Frischwasserversorgung ist zusammengebrochen. Also es sind katastrophale Zustände, die einfach unhaltbar sind und die jedes Leben, also der Patienten, die überhaupt nur normale Behandlungen brauchen. Wir haben mindestens 45 Dialysepatienten, die ja auch nicht mehr angeschlossen werden können, weil die Geräte nicht funktionieren. Alles das lässt sich nicht aufrechterhalten. Das Personal bleibt dort, obwohl es ums eigene Leben fürchten muss. Die israelische Armee vermutet, die Führung der Terrororganisation Hamas habe sich unter dem Krankenhaus verbarrikadiert. Gestern veröffentlicht Israel diese Bilder: Soldaten, die 15 Treibstoffkanister transportieren und vor dem Schifa-Krankenhaus abstellen, für Generatoren, um Strom zu erzeugen. Die Hamas habe jedoch verhindert, dass der Treibstoff ins Krankenhaus gelangt. Vom Libanon aus hat am Vormittag die radikal-islamische Miliz Hezbollah nach israelischen Angaben den Norden des Landes angegriffen. Mehrere Granaten seien abgefeuert worden. Die israelische Armee habe mit Artilleriefeuer reagiert. Christian Limpert in Tel Aviv. Was hören Sie von der Lage in Gaza? Wie sieht es in den Krankenhäusern aus? Die Lage rund um die Krankenhäuser ist für uns von hier schwer einzuschätzen, weil das Team, das für uns arbeitet, dort gar nicht mehr hinkommt. Dort besteht Lebensgefahr. Das israelische Militär zeigt Bilder, die von schweren Gefechten rund um Krankenhäuser auch zeugen sollen. Zeigt Bilder, die beweisen sollen, dass dort auch Terroristen der Hamas sich im Umfeld der Krankenhäuser befinden. Gleichzeitig heißt das natürlich für die Menschen, die in den Krankenhäusern sitzen, darunter ja nach wie vor auch viele Verletzte, dass die dort nicht mehr wegkommen, dass es auch keine Behandlungsmöglichkeiten für sie gibt. Und wenn wir in den Süden des Gazastreifens gucken, dort berichtet auch unser Mitarbeiter von dramatischen Zuständen. Zu viele Menschen auf zu wenig Platz. Es gibt kaum noch Nahrung, kaum noch Wasser. Und das Hilfswerk der Vereinten Nationen hat heute davor gewarnt, dass in den nächsten 48 Stunden der Treibstoff auch dem Hilfswerk ausgehen werde und dass dann ein kompletter Zusammenbruch der Infrastruktur im Gazastreifen droht. Also keine Müllabfuhr mehr, kein Wasser, nichts mehr für die Menschen, die sich dort unten auf wenig Raum drängen. Vielen Dank für den Moment. Wir gucken zunächst nach Brüssel. Die Außenminister der EU-Staaten haben weitere humanitäre Pausen im Gazastreifen gefordert. Sie appellierten an beide Seiten, Zivilisten zu verschonen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell kündigte außerdem eigene Vermittlungsbemühungen an. Bei dem Treffen in Brüssel wurden allerdings Meinungsunterschiede deutlich. Einige Staaten, etwa Frankreich und Belgien, wollten eine umfassende Waffenruhe fordern. Andere, darunter auch Deutschland, verweisen auf das Selbstverteidigungsrecht Israels. Wie immer kommt er mit rotem Schal. Jean Asselborn, Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei Luxemburgs und mit 19 Amtsjahren dienstältester Außenminister in der EU. Heute kommt er zum letzten Mal. Asselborns Amtszeit geht zu Ende. Jahrelang war er bekannt für seine klaren Worte und auch heute sparte er damit nicht. Krankenhäuser dürfen kein Schlachtfeld sein. Und man darf nicht, auch für unsere Geschichte, dass dieses Leid, unendliche Leid, was in Israel geschehen ist, dass das sich auch geschieht in Gaza. Die Geschichte wird uns das nicht verzeihen. Doch die EU hat nur wenig Einfluss in Nahost, womöglich auch, weil es den Mitgliedern an gemeinsamen Positionen häufig fehlt. Humanitäre Pausen in Gaza sollen her. Bei dieser nicht ganz neuen Idee sind sich die EU-Außenminister und Außenministerinnen noch einig. Aber sonst werden unterschiedliche Haltungen schnell deutlich, zum Beispiel bei einem Waffenstillstand.
Für Belgien ist essentiell, dass es einen humanitären Waffenstillstand gibt und dass das internationale Recht eingehalten wird. Wie kann die Forderung nach einem Waffenstillstand akut und jetzt in dieser so furchtbaren Situation denn garantieren, dass Israels Sicherheit gewährleistet ist? Was passiert mit den 200 Geiseln und wer verhandelt das eigentlich in einer Situation, wo Verhandlungen kaum möglich scheinen? Trotz aller Differenzen verständigten sich die Außenminister nochmals auf die Forderung nach humanitären Pausen und konkretisierten sofortige Pausen, verbunden mit der Öffnung humanitärer Korridore, um mehr Hilfen für die Bevölkerung zu ermöglichen. Michael Grütz in Brüssel. Warum finden die EU-Staaten zu keiner klaren gemeinsamen Linie? Nun, es gibt sicher nicht die völlige Uneinigkeit, aber doch sehr unterschiedliche Haltungen, die sich aus einem unterschiedlichen historischen und auch gesellschaftlichen Kontext ergeben. Die deutsche Haltung erklärt sich natürlich auch aus ihrer geschichtlichen Verantwortung. Frankreich nimmt für sich in Anspruch, nicht nur zu Israel, sondern auch traditionell zu Palästina ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu pflegen und unterstützt die Palästinenser seit vielen Jahren. Aber vielleicht sind die verschiedenen Haltungen auch das Eingeständnis, dass sich alle in den letzten Jahren viel zu wenig für die Region eingesetzt haben. Der größte Fehler sei gewesen, dass man nicht genug mit der Zwei-Staaten-Lösung beschäftigt habe. Man sei nah dran gewesen, man habe aber nicht daran gearbeitet und man habe nicht daran geglaubt. Das jedenfalls räumte der Luxemburger Jean Asselborn heute selbstkritisch bei seinem letzten Außenministertreffen nach 19 Jahren ein. Danke, Michael Grütz in Brüssel. Und wir gehen noch mal zu Christian Limpert nach Tel Aviv. Welchen Einfluss hat die EU überhaupt in Nahost? Nun, man nimmt ja zur Kenntnis, dass die EU eben nicht einig ist. Mit Blick auf die Feuerpausen sieht man diese Forderung ja bereits erfüllt. Israel erfüllt am Tag mehrere Stunden Feuerpause, in der die Menschen aus dem Norden zum Beispiel in den Süden auf sicheren Korridoren, wie Israel sagt, fliehen können. Und wenn man über die Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung spricht, dann ist das kein Thema derzeit in Israel, in den israelischen Medien. Und es ist ein Thema, bei dem man sich von der EU nicht hineinreden lassen will. Das zeigen zum Beispiel mehrere Besuche der deutschen Außenministerin hier, die mit dem Blick auf den Siedlungsbau im palästinensischen Westjordanland mehrmals gesagt hat, dass dieser aus deutscher Sicht auch völkerrechtswidrig sei. Das nimmt man hier zur Kenntnis, aber es bestimmt eben nicht die politische Debatte. Vielen Dank, Christian Limpert in Tel Aviv. Die britische Innenministerin Braverman ist nach umstrittenen rechtspopulistischen Äußerungen von Premierminister Sunak entlassen worden. Unter anderem hatte Braverman die Polizei bezichtigt, zu nachgiebig gegenüber pro-palästinensischen Demonstranten zu sein. Sunak bildete gleich sein Kabinett um und holte den früheren Regierungschef Cameron als Außenminister in seine Regierung. Seine Rückkehr war wohl die größte Überraschung heute Morgen. David Cameron, der ehemalige Premier, wird der neue britische Außenminister. Der Mann, der 2016 gegen den Brexit gekämpft, sich verzockt und das Rennen verloren hatte und dann gleich am nächsten Tag trällernd zurückgetreten war. Ein Brexit-Gegner, der nun auch wieder für die Beziehungen zur EU zuständig sein wird. Ich habe mich entschieden, Sunaks Team beizutreten. Ich glaube, dass er ein guter Premier in schwierigen Zeiten ist. Und ich will ihn unterstützen als Teil seines Kabinetts. Die Neubesetzung war nötig geworden, nachdem Rishi Sunak zuvor seine Innenministerin entlassen hatte, Suella Braverman, vom ganz rechten Rand der Partei, die immer wieder Alleingänge unternommen hatte, die mit Sunak nicht abgesprochen waren. Zuletzt hatte sie die Londoner Polizei unter Druck gesetzt, eine große Pro-Palästina-Demonstration zu verbieten, was der Polizeichef mit Hinweis auf das Demonstrationsrecht ablehnte. Ihr Nachfolger wird nun der bisherige Außenminister, im Fokus weiterhin eine neue Flüchtlingspolitik. Wir werden weiter daran arbeiten, die Flüchtlingsboote zu stoppen und dafür sorgen, dass sich jeder hier sicher fühlt. Das neue Kabinett wird erstmals morgen früh zusammentreten. Sunak rückt damit sein Kabinett wieder stärker in die Mitte. Vor allem David Cameron aber als Brexit-Gegner ist ein harter Schlag für den rechten Flügel seiner Partei, den der nicht kampflos hinnehmen dürfte. Echte Ruhe wird damit bei den Tories auch nach dem heutigen Tag nicht einkehren.
Die IG Metall will für die Beschäftigten der Stahlindustrie eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Für die Gewerkschaft wäre dies der Einstieg in eine 4-Tage-Woche. Bei der ersten Tarifrunde der nordwestdeutschen und ostdeutschen Stahlindustrie in Düsseldorf forderte die IG Metall außerdem 8,5% mehr Geld. Sie begründet das mit der hohen Inflationsrate. Die Arbeitgeber bieten eine Entgelterhöhung von 3,1%. Die Friedenspflicht endet Ende des Monats. Viele Krankenhäuser in Deutschland sehen wegen der gestiegenen Kosten zunehmend ihre wirtschaftliche Zukunft gefährdet. Auf dem Krankenhaustag in Düsseldorf hieß es, immer mehr Kliniken hätten angesichts der sich weiter verschlechternden Finanzlage keine Perspektiven für Planung und Investitionen. Ein Beispiel aus Mettmann in Nordrhein-Westfalen. Ihre Tariflöhne steigen gerade kräftig. Einerseits freut sich die Geschäftsführerin der Klinik für ihre Mitarbeitenden. Andererseits entsteht ihr dadurch eine Finanzlücke. Ein normales Wirtschaftsunternehmen würde einfach die Preise erhöhen, sagt sie. Ein Krankenhaus könne das nicht. Die Kosten steigen, 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 so die Erlöse sind aber fest. Und diese Schere, die geht mittlerweile so weit auseinander, dass wir alle gar nicht mehr wissen, wie wir es machen sollen. Zwei Drittel der Kliniken in Deutschland betrachten ihre Finanzlage als schlecht oder sehr schlecht. Gut oder sehr gut ist sie nach Darstellung der Häuser nur in 7% der Fälle. Die Bundesregierung will mit einer großen Krankenhausreform Abhilfe schaffen. Die wird aber wohl erst in einigen Jahren greifen. Beim Krankenhaustag in Düsseldorf erhöht NRW-Gesundheitsminister Laumann deshalb den Druck auf den Bund. Wir brauchen vor allen Dingen, das muss man einfach mal sagen, eine Refinanzierung der Tarifsteigerungen. Das ist das A und O. Der Bundesgesundheitsminister entgegnet, der Bund tue schon genug für die Krankenhäuser. Wir werden noch einmal vom Bund her 3,2 Milliarden Energiehilfe geben. 6 Milliarden werden nachgezahlt durch ein Gesetz, was wir jetzt gemacht haben, Transparenzgesetz im Rahmen der Pflegevergütung. Mit diesem Geld werden die benötigten Kliniken alle im nächsten Jahr über die Runden kommen. Einige Kliniken werden es wohl dennoch nicht schaffen. Aus Sicht des Bundesgesundheitsministers sind das aber Krankenhäuser, die langfristig ohnehin keine Perspektive hätten. Drängeln, hupen und zu dicht überholen. Auf Deutschlands Straßen geht es offenbar immer aggressiver zu. Das zeigt eine Umfrage von Unfallforschern der Versicherer. Danach wird es zunehmend in Kauf genommen, andere durch sein Verhalten zu gefährden. Die Umfrage zeigt dabei auch Schuld, so finden viele, sind meist die anderen. Auf TikTok zeigen verärgerte Verkehrsteilnehmer, was ihnen so passiert auf deutschen Straßen. Digga, was wird das, Mann? Was wird das? Und wenn ich da stehe? Es wird geschnitten, zu eng aufgefahren, aggressiv gedroht. Ein Unfall mit Personenschaden wird auch mal in Kauf genommen. Und dieses Verhalten hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Online-Umfrage der Unfallversicherer. Wir messen das an verschiedenen Einstellungen. Also zum Beispiel lasse ich jemanden nicht wieder rein, wenn er mich überholt hat. Oder fahre ich an der Ampel weit vor, wenn mir die Rechtsabbiegerschlange zu lang ist. Das sind alles Verhaltensweisen, die letztlich andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Und wo immer mehr Leute glauben, sie könnten gleichwohl so verfahren. Besonders auffällig ist, dass viele Verkehrsteilnehmer solch ein gefährdendes Verhalten grundsätzlich nur bei anderen sehen, etwa gegenüber Radfahrern. So antworten 96% aller Autofahrer, dass sie selbst Radfahrer mit ausreichendem Abstand überholen, gleichzeitig aber bei 93% der anderen Autofahrer wahrnehmen, dass diese Radfahrer zu eng überholen. Klar ist, es passiert zu oft und das aus mindestens zwei Gründen. Dass es natürlich immer enger wird im Straßenraum. Radfahrer, die wir vor 10 Jahren in der Menge ja noch gar nicht hatten und auch nicht mit den Geschwindigkeiten, erobern immer mehr Raum, auch zu Recht. Und da müssen Autofahrer natürlich entsprechend zurückstecken. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch eine andere Gesamtaggressivität in der Gesellschaft. Das heißt, auch außerhalb des Straßenverkehrs wird es eher rauer. Und das Verkehrssystem ist ja nur ein Teilsystem der Gesamtgesellschaft. Es gilt alle gegen alle, unabhängig vom Verkehrsmittel. Er ist Europas aktivster Vulkan, der Ätna auf Sizilien. Immer wieder spuckt er Lava und Asche, so auch gestern. Über dem Berg stand eine dicke Wolke bis in eine Höhe von 4,5 Kilometern. Auf mehrere Städte in der Umgebung ging Ascheregen nieder. Größere Schäden gab es jedoch nicht. Heute beruhigte sich der Vulkan wieder. Die Behörden setzten die Warnstufe für den Flugverkehr herunter. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 14. November. Ein Sturmtief zieht zur Ostsee.
Es sorgt im Süden in der Nacht für neuen ergiebigen Regen. Den Nordwesten erreicht ein Sturmfeld, bei Schauern und Gewittern orkanartige Böen auf den Inseln. Morgen weiter Regen mit steigender Hochwassergefahr ganz im Süden. Sonst erst Lichtblicke, ab dem Nachmittag von Westen bis in die Mitte wieder teilweise kräftige Schauer. In der Nacht 13 bis 4 Grad, morgen ist es im Breisgau am mildesten. Am Mittwoch insgesamt trockener, vor allem auch im Süden. Vom Nordwesten bis in den Osten regnet es mal länger. Am Donnerstag ab und an Sonnenschein, vielerorts trocken. Im Südwesten später neuer Regen. Am Freitag geht es wechselhaft weiter. Um 22.15 Uhr spricht Jesse Wellmer in den Tagesthemen mit dem israelischen Armeesprecher Shalikar über das weitere Vorgehen der Streitkräfte im Gazastreifen. Und es geht um die Forderung der IG Metall nach einer 4-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montagabend.